Hallo und herzlich willkommen zurück bei die... bei... Krafto. Wie der Tobi alle Gefahren in Kauf nimmt, nur um diese Scheiße zu verköstigen, die er gerade im Wasser gefunden hat. Du hast gesagt, du warst es nicht. Ich probiere das jetzt. Du, das war's. Ich schmeck das. Ich war es wirklich nicht. Und? Hä, wo hat denn die Scheiße jetzt hingelegt hier im Inventar? Ich find's nicht. Vielleicht hast du sie ja schon verinnerlicht. Hä, wo hat die hin? Vielleicht hast du sie ja rückwärts geschissen. Was, Erik, was? Alter, wie ekelhaft kann man sein? So. Ich find's nicht, keine Ahnung. So, ich hab mal zwischendurch ein bisschen Fleisch auf den Grill geschmissen hier. Oh nein, geh nicht auf den Fels. Oh. Hä? Wie cool. Was machst du da? Die Büsche brennen dann auch. Geh nicht auf den Fels, bitte. Das Lagerfeuer ist aus Versehen im Fels. Hm? Was? Aua. Das ist voll geil, ne? Das Büsche da noch brennen. Ja, das ist cool. Oh, hier liegt Ash. Ash Ketchum oder was? Ach komm bitte. Müsste. So, ich wollte, wie lange das dauert, das Fleisch hier durchzukriegen, ne? Ja, das dauert sehr lange, ja. Boah. Ich glaube, am Kochtopf ging das schneller. Wir brauchen einen Kochtopf, aber ich hatte leider die Items nicht dafür. Ich wollte schon einen basteln, aber leider war ich out of Items. So, heute blauer Turm oder was? Scheiß auf das Essen hier, komm. Habe ich noch? Warte mal, ich guck mal, ob ich noch genug Equip dabei habe. Ja. Alles gut, auf geht's. Gut. Ja. Na toll. Oh, geil, diese Beine, die durchs Bild fliegen. Geil, Tobi. Kurz voll fressen, warte mal. So. Okay. Ich will diese scheiß Goblins will ich gar keine Pfeile verschwenden. Ja, eigentlich nicht, aber anders sind zu nervig sonst. Nö, geht. Geht? Okay, ja, nice. War nur einer? Oh, Goblin-Kinder und da oben ist eine Truhe. Komm her, du Lümmel. Eine Truhe. Oh, hier, Goblin Warrior Respawn. Au, oder hinter seinem Pfeilen. Hä, Gladius is going to break? Scheiße, ich muss nochmal zurück und nochmal... Oh, das gibt's doch nicht. Und was kriege ich? Ein Freezing Talon, ein Horn kriege ich. Bam, Headshot, Junge. Tobi, ich muss leider nochmal zurück, ich muss mal Gladius repairen. Oh ja, dann fass mal deinen Gladius an. Ich sammle hier oben noch Kochsachen. Hier oben fliegt so ein Goblin, so ein Rücken von so einem Goblin-Bart manchmal durchs Holz. So. Oh, wobei ich sagen muss, dass die Respawns schon ein bisschen nerven, ne? Die sind ein bisschen hart, ne? Nicht mal eine Minute. Ja, ich finde das auch ein bisschen sehr hart. Da schwillt mir der Sack an, sag ich dir. Tobi. Ja. Tobias. Weißt du mal Bescheid, ne? So, ich bin sofort wieder da. Das kann nicht lange dauern. Ja, mach ruhig. Mach es schon okay. So, hier liegt schon wieder Scheiße. Was? Nein, das ist nicht deine bestimmt. Nee, das ist, glaube ich, von diesen Krokodil-Turtle-Dingern da. Krieg ich keinen Buff-Effekt. So. Hä? Aber kann ich das nicht repairen, solange das... Oder kann ich hier generell nicht repairen? Hä? Boah, diese Turtles nerven, ne? Kann ich das generell nicht repairen? Repair 30 von 120? Aber ich kann das an der Repair Station nicht repairen. Stimmt, ich habe auch manche Schwerter, die ich nicht repairen konnte. Mein Dingens hier, mein Mamluk Sword Dreed, das kann ich da auch nicht repairen. Okay. Vielleicht sind die einfach zu special, Erik. Auf 120 von 120? Okay, gut. 188. Okay, das kann ich einfach so in der Hand repairen. Okay. Und kostet dann auch nichts. Oh doch, jetzt. Durability has dropped by 17. Okay, na gut. So. Ich esse gerade Salz.
Salz. Oh, lecker. Rohes Salz. Geiles. Geiles, frisches Salz. Würden Sie mir bitte das Salz reichen? Oh. Tobi? Ja? Guck mal, da hinten. Guck mal da hinten, das ist irgendwie eine Schädelhöhle von Goblins. Ja, das ist der Totkopf. Ah. Ja. Ich meine, ich bin schon neugierig. Dieses blöde Vieh da hinten, ne? Ich schwör's dir, wenn du mich jetzt noch einmal abschießt, ne? Was kommt denn hier? Ein Werwolf! Hilfe! Hilfe! Hast du auch Werwölfe bei dir? Jo, ich bin fast tot. Echt? Muss mal kurz los. Ey, der trifft durch alles durch, ne? Werwolf of the New Moon. Ist das New Moon? Ist das nicht... Also Neumond, klar, aber ist das... Ach, die kommen hier alle aus dem Turm. Oh ja, die Werwölfe spawnen hier einfach. Habe ich hier noch einen Heiltrank hier irgendwo? Ich habe noch Heiltränke gehabt. Oh, Vorsicht, da ist ja so ein komischer Bade. Der droppt hier wieder Fässer. Die spawnen hier alle bei diesem blauen Turm. Okay, weißt du, was mich nervt bei dem Spiel? Na? Manchmal wählt er nicht die Sachen aus dem Ding unten aus. Ja, was habe ich gemacht? Hilfe! Ich habe den Turm gesenkt, Tobi. Ich weiß nicht, was passiert ist. Hilfe! Hä, hey, was passiert da hinten? Ich weiß nicht! Da kommt einfach Skelett raus. Skeletten! Okay, die anderen Goblin Kids sind unten. Vorsicht. Wie sieht mein Heal aus? Ich muss dringend mal was essen. Oh, hier sind Werwolf-Sachen. Ich habe Pillar of World Heritage mitgenommen. Oh! Ich habe eine Säule des Weltkulturerbes geklaut. Leder, so. Richtig lit. Cool. Gretchen, hallo Gretchen. Aua. Ja, nicht mehr. Da oben noch ein Goblin, der auf uns schießt. Der stinkt so nach Scheiße, so nach richtig hässlicher Scheiße. Lass mal kurz den Goblin-Schädel reingehen, ne? Jo. Ja, Goblin-Kinder. Woo! Und hier liegt wieder Scheiße für dich. Kleines Sahnebonbon. Die töte ich am liebsten. Und eine Truhe. Ja. Dankeschön. Schock. So, Pilze. Alter, was droppen die alles? Oh, guten. Oh, Goblin Healer. Junge, hau ab. Der kann ja gar nichts. Meine Scheiße. Aua. Pass auf, Junge. Nee, 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 nee. Ja, war jetzt nicht so ein Highlight irgendwie, ne? Gut, wir haben den Pillar of World Heritage mitgenommen. Oh. Ein Profi seines Fachs, ich sehe schon. Ich auch wirklich. Wow. Oh, jetzt geht er aber. Huch. Okay, meine Frage wäre... Okay, da kommt man einfach rein. Schade. Wäre cool, wenn da oben extra Höhlen gewesen wären. Gut, den Schädel haben wir. Wo geht's denn in diese Richtung nochmal hin? Da waren wir noch gar nicht, ne? Hier oben, ne? Warte, du bist gerade ganz oben, ne? Ich glaube, da hinten waren wir noch gar nicht. Da müssen wir mal hoch, ne? Ja, da waren wir auch noch nicht. Ja. Okay, ein paar Skelette. Da Hühner. Oben ist meine Markierung gewesen. Der Hühners. Ich glaube, hier ist sonst nichts, ne? Ja, gut, gucken kann man trotzdem. Ein paar Skeletonen, aber sonst. Oh, Level up. Nice, Erik. Nice. Nice. Entschuldigung, ich habe dich nicht erkannt. Ich habe dich für ein Skelett gehalten, weil du so abgemagert bist, Tobi. Du musst mal wieder was essen. Was? Das hier geht nicht, ne? Das ist immer noch, das ist gelbe. Ja, Level 6, okay. Was ist das da drüben? Ach, das ist die Startinsel, wo wir hin waren, okay. Genau, von da kommen wir, glaube ich, ne? Das ist die Brücke. Wo sind wir denn da? Oh. Ne, das ist nicht... Doch, das ist die Brücke in die Richtung, okay. Okay. Oh, Tobi, nice. Was hast du denn da? Silber, ne? Silber, ja, mein Gott. Was ist das? Da rennt irgendwas sehr Schnelles. Was ist das?
Aber das ist ein Ninja! Kevin the Thief! Das ist ein Ninja gewesen. Kevin der Dieb. Unangenehm. So, schnell weg. Aber was, wo kam der her? Ich habe keine Ahnung, vielleicht so ein, einfach so ein Schal, der plötzlich auftaucht. Das ist ja lustig. Finde ich voll gut. So, der Kevin ist also auch weg. Was kann da jetzt so passieren? Hä, da hinten ist ja eine coole Insel. Da soll ich finde, da soll ich 2 Stunden lang Silber schlagen. Lass uns da mal hingehen, wer da wohl war. Also auf der Start, die Insel haben wir komplett umrundet. Ja, ich glaube, wir sind hier sowieso komplett durch jetzt, ne? Auf der Startinsel, also oben geht's noch weiter auf der Insel, ne? Die haben wir noch nicht umrundet. Also wenn du guckst um die nördliche Insel, da wo deine blaue Markierung ist, da fehlt uns noch was. Oben noch ein Stück, ne? Ja. Aber ich glaube, da kommt auch gar nichts mehr, wenn du da drüben mal guckst. Ich glaube, da ist nichts mehr. Vielleicht noch ein Dungeon, vielleicht noch irgendwas, man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht, das stimmt. Ist das hier die Richtung? Das ist die da drüben, ja. Ja? Oh. Naja. Ach stimmt, da waren die Krokodile da drüben. Oh, Krokodile. So. Plump. Krokodile. So. Krokodil. Sag mal, ein Krokodil im Laufrad? Das wird sich da schon gut machen, aber das ist sehr steif, ne? Ja, aber so magst du doch deine Krokodile im Laufrad. Aber die kommen ja nicht voran, wenn die da immer stecken bleiben, so, weißt du? Ja, weil sie mit ihren kleinen Beinchen können sie immer trippel, 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 trippel. Dann sehen die halt aus wie so ein U. Was denn? Ach, da waren Wölfe. Ach, Wölfe, bitte, Tobi. Entschuldige. Wölfe, sag mal. So. Meine Wolfgang. Ja, der Klopp hier ist nicht mehr, ne? Vielleicht oben noch. Ja, man kann ja trotzdem mal gucken. Ich glaube, wir laufen noch einmal hier rum, ne? Hier ist auch ein Weg, wer weiß, ne? Das ist ein Weg auch. Wer sollte denn hier Wege bauen? Oh, schlecht gealtert. Ja. Aber ich bin auch lustig. Ja, steinig und schwer, das trifft es in etwa. So, was ist das? Ach so, Holz. Was? Nee, nichts. Egal. Warte, ich guck mal kurz. Oh, okay, das Stück Insel ist aber noch groß, wenn du mal guckst auf der Map. Das stimmt. Was noch fehlt, ist so ein bisschen Abwechslung bei den, ne, bei den Sachen hier, weil das ist alles so. Ist schon. Also, es gibt sehr viele Karten und so, aber ich fürchte, die werden alle noch nicht so richtig voll sein mit Stuff. Ja, das ist sehr generisch wahrscheinlich. Und die Dungeons sind es ja auch leider noch. Aber das ist ein Potenzial. So, ach, guck mal hier. Oh, eine Schädelhöhle, Tobi. Och, ich dachte schon irgendwas Cooles. Ach du, der fliegt. Wie das aussieht. Oh, diese Bogenschützen, die nerven schon, ne? Ja, ja. Und die Healer auch, wenn ich mal feststellen darf. Oh, Junge. Wie man den Bogenschützen ist, an sich würden die mich nicht so bocken, wenn die nicht gleich nach 5 Sekunden wieder da wären. So wie alles andere hier gefühlt. Boah, Kinder alleine, süß, ne? Aber so mit 50 Leuten, also mit 50 Kindern, da ist der Spaß auch schnell vorbei. Was denn? Vorsicht, Erik, pass auf. Oh nein, oh, ein Profi am Werk wieder, oh. Puh. So, warte, ich schieße dir mal in den Sack. Und da ist der Healer schon wieder. Gewesen. Oh. Mein Gott, jetzt stirb halt. Ne, zu spät. Oh. Entschuldigung. So, mit Kopfschuss geht das eigentlich ganz gut. Hier gibt es ein bisschen Fressen, wenn du aufsammeln willst, wenn du Platz hast, meine ich vor allen Dingen. Ich töte eine Möwe. Nee, doch nicht. Was? Okay, jemand hat mich gerade getroffen. Ach, schon ein neuer Bogenschützer. Oh Gott.
So. Und ich habe geschissen, Tobi. Also ich habe... Ne, hier ist wieder ein Qualitätsschiss, wenn du möchtest. Gönn dir, gib einen guten Buff, Tobi. Ich habe extra viel, viel Liebe reingelegt diesmal. Mm. Under pressure. Ding, 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 diddle, ding, ding. Ding, 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 diddle, ding, ding. Komm an meinen Mund, Erik. Hä, wo stackt der die Scheiße denn? Du musst irgendwo einen Scheiße-Stack haben in deinem Inventar. Aber ich sehe ihn nicht. Ich war immer der Nase nach. Ich weiß es ja auch nicht. Das verstehe ich nicht. Ach, hier! Hm? Ah, hier, human shit. Hör mal hier. Oh, Tobi, du hast, warte, kurz mit der Serviette abtüpfen lassen. Oh. Wow, Alter, Tobi, meine Scheiße hat eine unheimliche Wirkung auf dich. Das ist super. Toll, Tobi. Also ganz ehrlich, ass to mouth jederzeit. Entschuldigung. Du sagst ja gar nichts mehr. Ich bin raus. Ich laufe noch mit, vergiss es. Hä, aber du frisst doch die ganze Zeit die Scheiße. Hä? Kein Wort mehr. Du frisst die ganze Zeit die Scheiße, weißt du? Und ich bin der Unhold, weil ich es anspreche oder was? Hä, wir sind in Deutschland, da darfst du Dinge tun, aber nicht ansprechen. Was ist mit dir? Ach so, entschuldige bitte. Wir tun einfach so, als wären wir in so einem Berliner Club, da ist das normal. Es gibt bestimmt in Berlin einen Club dafür. Oh, da oben ist was. Oh, was denn? Noch ein Bär. Oh, hey. Oh, ein Dungeon! Ja, Mann. Runes auf Wild? Hä, waren wir da nicht schon? Sorry, ich stehe ein bisschen nach Kacke aus. Hä, sag mal, meine Waffen sind schon wieder kaputt. Waren wir da nicht schon drin? Runes auf Wild? Aber wir waren hier oben noch. Nee, die hat noch keinen Haken, die heißen nur so. Okay. Da war wilde Ruine. Ja, ach, Giselle, auf Wiedersehen. So. Wilde Ruinen, Tobi. Ich werde kurz reparieren. Das ist so. Der war ganz schön schnell, ey. Also die Waffen momentan, habe ich das Gefühl, gehen immer sofort kaputt, ne? Das ist echt krass. Vielleicht wir müssen wir irgendwie die Kisten kaputt machen oder so. Also, wir sind ja gleich fertig mit der Map. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück nach Hause, leveln mal hoch. Ja. So. Sehr gute Idee, sehr gut. Was sind das? Wölfe? Jetzt rüstet er das Schwert schon wieder nicht aus. Ich, oh. Junge. Süß. Sitz, Hasso. Hä? Schrei halt alle nicht so rum hier. Stirb leise. Alter, wie viel Spawn denn hier? Also, das ist weiter. Okay, alles klar. Der kommt doch eh hinterher gleich, ne? Oh, warte, noch nicht weiter. Hier ist eine blaue Truhe. Hier ist eine blaue Truhe drin. Die siehst nur du. Ah. Nee, doch nicht. Boah. Night Sword, so ein riesiges, riesiges blaues Schwert kam da gerade raus. Wie füllt man Mana wieder auf? Ich habe keine Ahnung. Beten? Hm. Bete jetzt, Tobi. Ab. Okay, das füllt sich nacheinander selbst wieder auf. Okay. Ja, So, ich nehme die ganzen Koch und den Silien immer mit. Ich auch. Ich habe das ganze Inventar voll. Ich würde das gerne zu Hause irgendwie auch sammeln und dass wir dann endlich mal vernünftigen Fraß machen können. Guck mal, da vorne. Bisschen was Geiles kochen. Was denn? Oh, was sind diese exotischen Tiere, die ich noch nie gesehen habe in diesem Spiel? So. Oh, Level 14 auch noch. Ja, ist aber nicht so gut. Jetzt schon. Yeah, noch more. Oh, nice, Tobi. Jetzt schon dort. Jetzt schon. Oh, das war kein Jetzt schon. Das... Oh, hat aber gereicht. Oh, nice. GG. Okay, wir müssen, glaube ich, noch einen. Oder ist die Tür? Ah, nee, die Tür. Nee, nee, nee. Guck mal kurz, ob hier das blaue Truhe schon wieder.
Mamluk Sword. Ich kriege wieder zwei Schwerter. Sehr gut. Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich die Schwerter austausche. Bevor ich was mache. Ja, Copper Sword. Geil. Mamluk hat 140. Attack 50. Achso, der Bogen ist gerade equipped. Okay, warte kurz. Warte kurz, warte kurz. 130. 110. 160. Night Sword. Aber das ist two-handed. Mist. Oh, okay. Ja, ich meine, wäre ja kein Ding. Wenn das mehr Schaden machen würde, würde ich auch ein doppelhändiges nehmen. Aber es macht halt keinen Schaden. Das müsste sich halt lohnen, ne? So. Gleicher. Jetzt kommt bestimmt ein ganz anderer Gegner, Tobi. Ich glaube auch. Hä? Den hat man noch nie. Aber was macht der da? Was macht der da? Der hat irgendwie ein Special bei sich unterm Arsch, ne? Also hier. Der hat eine Aura, ne? Ich dachte nicht, ob das die verschiedenen Auren haben. Strong, Erik. Ja. Der ist strong, steht da. Oh, ach so. Ah, puh. Ist er wieder am Rumjuckeln, wa? Nee. Padauts! Oh. Na komm her. Von hinten bringt nichts bei dem, glaube ich. Da machst du keinen, Hallo! Dreh dich mal wieder zu uns! Junge, bist du von Lowbox? Ja, ich würde mir auch ein paar mehr Bosse wünschen. Ich hoffe, da kommen bestimmt noch welche, ne? Ja, ich denke auch. Junge, du hast so riesen Schultern, Thorsten. Nicht auf mich. Okay, doch auf mich, komm. Oh nein, Gladius, eins ist gebroked. Bei mir ist gerade eine Waffe gebrochen. Oh, das ist doof. Oh nein, 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 nein. Wow. Schock, wie ich hier ausgewichen bin. Komm her. Come to daddy. Das war ein Kopftreffer, willst du mich verarschen? Ja, Mann. Oh, Huden erhoben. Nein! 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 Oh, Tobi, was passiert da? Ciao! Hä? Okay, ich dachte schon, wir hätten alle daneben geschossen, ey. Nein! Boah! So. Autosaving. Ah! Hm? Was denn? Ohr hat gejuckt. Also mein Ohrlappen. Hast du mich gerade Lappen genannt? Ja! So, yeah, Lithograph. Oh nein, du musst wieder Schwerter mitnehmen, Tobi. Oh, ja. Okay. Oh, warte mal, vielleicht. Vielleicht kann ich das ja droppen. Ich habe hier noch ganz viele Schwerter irgendwie. Ich nehme mal mit, ich kann aber tragen. Okay. Wir brauchen eine Schwertkiste, wo wir uns vielleicht besser ausrüsten können. Warte mal, Steel, haben wir Steel schon? Steel glaube ich noch nicht, nee. Soll ich doch mal mitnehmen? Aber ob wir es brauchen, ich glaube eher nicht, oder? Also noch nicht. Wir werden mit Sicherheit, werden wir uns das sehr schnell, also sehr viel craften können. Was war Steel nochmal? Eisen mit was? Ja, ich hab's okay. Ich hab's noch mit. Scheiß drauf. Wir werden es herausfinden. Da müssen wir wahrscheinlich Eisen mit irgendwas. Hä, ich glaube, hier ist noch ein Geheimnis hier irgendwo. Hä, wo? Erik! Achso, Entschuldigung, ja. Huch. Wow. Poison. Das Poison Work in Progress, ich nehm's überhaupt nicht mit. Weil es nicht tragen kann. Ja, Mann! Ah, doch, du hättest es mitge. Und Oh, dieser Bär. Der Koksbär einfach. Okay, ich glaube, wir haben die Karte abgeschlossen, ne? Oder? Ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, wir können hier links nochmal
hier nochmal runter und dann vielleicht... Wow. Cool. Oh, cool, ein Goblindorf. Hey. Oh, cool, Wölfe. Au. Wenn ihr mich jetzt noch einmal abknallt, ich schwör's euch. Ich aber, ansonsten, ich meine, ansonsten haben wir's, ne? Ich glaube hier auch, ja. Hier sind wir durch. Hier waren wir vorhin, glaube ich. Da hinten ist ein blauer Turm. Was mag das sein, Tobi? Hä? Ja, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben die ganze Map. Na gut, da unten ist noch ein bisschen was, aber... Mann, warte mal, oben, guck mal. Guck mal, wo wir gerade stehen, oben. Oben? Achso, da ist das... Willst du da noch gucken? Kann man natürlich gerne machen. Ja, dann haben wir es completed, oder? Ich meine, da wird jetzt nichts Spannendes auf uns warten, aber hey. Wer weiß das schon? Ah, naja, ein Goblindorf, Tobi. Okay, das ist aber cool. Das sieht man selten, sagst du? Das ist aber cool. Oh, das ist sogar so ein Goblin-Schamane oder Goblin-Bade oder was auch immer das ist. Ja, blöd, ich hab... Lass mich Ruhe, ich bade. Oh Gott. Mach ich das mal so. Achso, warte. Komm, wir laufen hier einfach nur durch. Scheiß auf die Goblins. Mädel, nimm dein Schwert. Ist hier mit dir. Der einzige Grund, warum ich hier gerne durchlaufe bei den Goblins, ist einfach, weil die Kochutensilien haben. Oh, das nächste Ding ist auch kaputt gegangen bei mir. Ich weiß nicht genau, warum die Waffen bei mir alle zerbrechen gerade. Ja, wie gesagt, meine gehen auch super schnell kaputt. Gefühlt halten die gar nicht. So. Okay, wollen wir zurück über die Brücke oder was? Ja, würde ich sagen, oder? Ah, du bist da hinten gerade und räumst da auf, alles klar. Ich komm, bin schon unterwegs. So, Pepper. Ich laufe trotzdem noch mal kurz da lang, um zu gucken, dass da nichts ist. Ja, alles klar. Ich sammle mir noch ein paar Kochutensilien. Aber nur, weil es geht. So. Oh mein Gott. Tobias, was ist denn jetzt los? Na, nix. Achso. Nur Scheiße. Werwölfe sind hier wieder. Ach, schade. Aber sonst stehst du nix, gell? Fuel Fischen, der ist aber two-handed hier, ne? Two-handed Weapon, ja. Okay, two-handed. Poisonous Mushroom. Yeah. Cutlass 130. Naja. Das ist alles two-handed. Okay. To the rhythm of the beat. Is his weapon two-handed? So. Flop. Hallo, Erwin. Ich esse. Ich balanciere hier gerade. Oh, das ist, wow, was für ein Balanceakt hier. Heftiger Typ. Oh, ich muss das Skills noch auswählen, fällt mir gerade ein. Kann man nur so lit sein einfach. Es ist die Heftigkeit in Person. Lit. Meine Freundin nennt mich Henning Heftig. Gott. Hätte ich aber keinen Bock drauf. Tobi? Ja, bitte? Da unten links ist wieder so ein blauer Turm. War aber da noch nicht? Nee. Genau neben unserem Portal ist auch ein blauer Turm. Ja, da würde ich mal sagen, komm mal da hin, ne? Das sollten wir mal untersuchen. Wow. Mann, ihr Arschlöcher, meine Ausdauer ist leer, was ist mit euch? Ja, ich kenne das gut. Nehmt keine Rücksicht. Ach, die nutzen das einfach aus, glaube ich. Richtig hässlich. So, warte. Hier nochmal. Cooking Oil. Gut, dass sie hier immer sowas dabei haben. Oh, Gott sei Dank. So. Schlüssel. Mhm. Ach, bist du jetzt da runter? Ich flieg da schon mal runter, ja. Oh, das war ja clever, Tobi. Ja, bevor ich jetzt da die ganze Zeit über die Brücke... So. Vorsicht, das ist ein Goblindorf. Ich hab eine Idee. Ja? Moin! Hab's fertig. Cool. Nice. Und was bringt uns das jetzt? Ich hab wieder so ein Heritage eingesammelt. Cool. Der Turm war vorher aber nicht hier. Wir waren vorher schon hier und der Turm war nicht hier. Okay, aber ich...
Ja, was du da einsammelst. Ich weiß nicht genau, was das bringt, keine Ahnung. Okay. Ich weiß nur, ich mach den Messner. Oh. Na? Auch Messner hatte zu kämpfen. Bin oben. Cool. Und du? Na, meine schafft das wieder nicht. Ich glaube, ich habe zu wenig Ausdauer. Ja, ich habe das auch nur. Ich schaffe das nur mit Tricksen. Eines Tages. Toll, Erik. Ja, so bin ich. Du kannst ja richtig stolz auf dich sein. Mhm. Und in der Tat, das bin ich auch. So, ich komme jetzt mit meinen Kindern. Alles klar, gut. Wenn da Kinder, wenn der Tobi mit seinen Kindern kommt, bin ich auch raus. So, wieder auf die untere Karte, ne? Genau. Island Level 0, Island Level 1, okay. Enemy Level 8, okay. Wieder nach Hause, Tobi! Nach Hause! Ich geh mit. Ah, nice. Ich hätte gar nicht hochkommen. Cool. Okay, na gut. Was machen wir mit der World Heritage? Ich hab keine Ahnung. Können wir daraus eine eigene Stadt bauen? Essen. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Oh ja! A building placement error, was? The item has been dropped on the ground near the placement coordinates. Okay. Tobi. Ja? Tobi, bringst du ja wirklich die Tutorial-Leute um und die verlieren Eier? Ja, ich weiß nicht, warum die Eier verlieren, Erik. Eier. Eier. Warum verlieren die Eier? Das war. Oh, stimmt, wir hatten die Kanone. Und einen zitternden Turm. Dani Sahne von Kanone. Einen zitternden Turm hatten wir auch. Und ein Feuer im Stein. Okay, irgendein Item soll ja nicht mehr richtig funktionieren. Ich frage mich, was es sein kann. Oh. Also der Turm ist es schon mal nicht. Nee, das... Der Turm sitzt, wie er soll. Hä? Wooden Barrel? Wieso habe ich jetzt das Wooden Barrel mitgenommen? Das wollte ich gar nicht. Hä? Manchmal komisch. Achso, Wooden Barrel hat ja nichts gebracht, ne? Ich wollte eine Essenskiste machen. Das war dick. Stimmt ja. Oh, wir haben eine Essenskiste. Okay. Da, wo du deinen Code immer reingetan hast. Hier, guck mal, ich habe noch eine Kiste. Tobi, die Kiste mit Code ist nicht die Essenskiste. Wir müssen echt mal ein Gespräch führen. Ach so. Brauchen wir noch eine Kiste? Ich habe nämlich noch eine. Nö, eigentlich, ja, wohl für Essen wahrscheinlich ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich stell dich hier oben dazu. So. Da können wir so ein paar Fertiggerichte. Wow, Tobi. Toll. So. Stolz auf mich. Wir sollten aber auch ein richtiges Haus machen, ne? Da kann man ja irgendwie nicht so wirklich, ne? Hm. Mittlerweile eine Base bauen. Ich weiß, also wir können ja hier wie oben, wie wir uns da hochgebaut haben und so, sowas können wir ja bauen. Also müsste eine Base eigentlich auch gehen. Die Frage ist nur, in welcher Welt? Hm. Am besten in der Nähe eines Händlers mit Pokebällen und mit Silber, aber die Insel ist zu klein für uns. Das war das Huhn, ne? Das ist gut drauf, ein Partyhuhn. Das gehört zu dem Altar da oben. Da sitzt da abends immer, sagst du? Ich frage mich halt, ob man nicht bei unserem Haus dann nochmal so ein Portal bauen kann. Das ist ja auch ziemlich dezent. Mhm. Achso, Tobi, gönn dir übrigens den Rest hier von den Dingern, ne? Oh, geil. Und wir von da aus dann, weißt du, dass wir dann immer in unserem Haus rauskommen, Portal, und dann wieder weg können, so, weißt du? Hm. Hä, hier kann ich die Sachen reparieren? Die ich da nicht reparieren konnte? Merkwürdig, okay. Ja, dann repariere ich mal, okay. Kostet ein bisschen Geld, aber haben wir gerade noch übrig. So. Also dieses Land hier eignet sich eigentlich nicht für die Base. Weil hier gibt es halt nicht so wirklich viel. Wenn wir ehrlich sind. Na, das stimmt. Das stimmt. So, Anubis Cutlass. Und ich hatte stattdessen hier. Bei uns den Kerl. Was war denn meine andere Waffe? Anubis später. Oh,
Eli, ich komme her. Aber Max Mana, Max Life. Okay, eigentlich kann ich die beiden behalten hier. 130, 130. Obwohl, nee, 140 Damage. 110, 160. Ah, nee, ist Night Sword, okay. Gladius 155. 140. Movement Speed, Attack plus 10. Max Life, plus bla. Ach, ein. Ja, weiß ich nicht. Soll ich. So. Was denn, Tobi? Ich gucke mir gerade dieses komische Waffensystem an. Ich komme da nicht drauf klar. Keine Ahnung. I don't know. Das ist so. Das very komisch. Ich verkaufe einfach mal die Waffen, die ich nicht benutze. So. Vielleicht behalte ich nochmal eine. 145. Ich würde nochmal eine behalten als Ersatzwaffe. Oder vielleicht zwei. Zweimal Bouncing Cutlass, okay. Den Rest verkaufe ich wieder. Und ansonsten, ich habe noch zweimal Scheiß im Inventar. Was? Ich weiß auch nicht. Was habe ich da gehört? So, wir müssen einen Brunnen bauen. Wir müssen eine Plantation bauen. Equip Seeds im Plan. Die Frage ist halt nur, ob wir das hier machen wollen. Alles bauen. Ich bin da ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Auf der anderen Seite hast du halt hier wenig Viecher, die dich angreifen, ne? Ja gut, aber wenn du Wände baust und sowas, dann kommen die, glaube ich, eh nicht rein, ne? Hoffe ich. Könntest du recht haben, ja. Tobi, nimm mal dein Fleisch hier gerade aus dem Kessel. Ja. So, prima, vielen Dank. Brauchst du das nicht? So, nee, ich hab. Und ich mache ja noch diese komischen anderen Pasteten, da, diese Pilzaufläufe-Dinger. So. Aber ein Häuschen bauen wäre schön, aber wahrscheinlich dann in der nächsten Map, ne? Also die große Map da, oder? Ja, würde ich auch sagen. Weil die hat auf jeden Fall platztechnisch hat die viel zu bieten. Ich weiß noch nicht, ob das für uns, ob wir das so brauchen können. War das die Scheißkiste? Nein, das war die Samenkiste. Mit den Samen bin ich übrigens auch überfordert, ne? Ja, es gibt halt so viel und du kannst es ja auch nicht einsetzen irgendwie, ne? Mhm. Das ist komisch. Also einsetzen kann man es schon, aber uff. Und ich habe schon wieder so viele Alter, das Huhn, ne? Was war das? Ich stehe hier an der Kiste, Tobi. Ich habe nichts gemacht. Ist das Huhn gestolpert? Ich glaube, es hat sich aus der Kanone geschossen. Hä, das geht? Offenbar schon. Was ist besser, Silber oder Steel? Steel, ne? Ja, Steel. Also, glaube ich. Ja, sollte besser sein. Warte mal, 145. Goblin Healer Speed. Goblin Healer Speed Seed. Goblin Healer Speed Seed. Okay. Schwer, das hier alles zu sortieren. Goblin Seed. Ich glaube, man kann das gar nicht sortieren. Also es geht schon, aber uff. Das ist ja Goblin Barts, das kann ich da auch nicht drauf packen. Ich muss immer genau gucken, Goblin Warriors oder Skeletons Potato Seed. Aber es macht doch keinen Unterschied, es sind nur Potato Seeds. Das ist so furchtbar. Das würde ich gerne irgendwie auf ein Level runterbrechen. Goblins Potato Seed, nee, Skeletons. Goblin Warriors Potato Seed. Skeletons Potato Seed. So. Und Apple Seed habe ich auch noch und Goblin Hunters und ja. Das finde ich doch so ein bisschen komisch. Auch beim Essen, diese ganzen unterschiedlichen Dinger immer. Sehr verwirrend. Ja. Es ist zu viel irgendwie von allem. Mhm. Sehr verwirrend. Hä, wieso kann ich das Silber-Ingot hier nicht stacken? Warum geht das nicht? Weil manchmal, du musst da drüber gucken, was für ein Silber-Ingot das ist. Chaos-Silber-Ingot oder Goblin-Silber-Ingot oder irgendwas. Ach du heilige Maria. Das ist mein Problem, was ich die ganze Zeit damit habe. Ja, und es macht vor allem gar keinen Sinn. So, ich mach mal hier nochmal schnell alles, den Rest hier nochmal schnell eindampfen. Ist das hier die Essens? Ist diese liebevoll dekorierte Kiste die Essenstruhe? Bitte nicht. Nee, die ist oben. Tobi, das ist kein Essen. Aber das gibt Buffs, Erik. Buffs gibt es. Okay, Fox, Humans, Sheeps, Fried Feces, okay. Huh? Tobi, bist du das? Hast du gerade wieder Scheiße gefressen? Hast du wieder gebufft? sag mal. Das vierte. Bist du bescheuert oder was? So. Ich habe meine Scheiße mal reingesteckt, die ich so dabei hatte. Oh, Level Up, Dankeschön.
Hey, kein Ding. So. Dieser Altar of Civilization, ne? Dieser. Oh, wir brauchen einen Copper Shield. Und 10-mal, also wir brauchen insgesamt 20-mal Wheat Floor, also 10-mal. Wenn du das Age hier geupgradet hast, konnte ich das, dann habe ich das auch gehabt, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, wir brauchen Copper Shield und den Detektor, den haben wir ja, und 10-mal Wheat Floor. Okay, lass mir auch mal kurz gucken. Da können wir nämlich upgraden. Upgradchen. Wheat Floor und ein. Okay, Copper Shield. Ich kümmere mich um Wheat Floor, ja? Ja. Wheat Floor. Dazu muss ich nochmal ein Feld machen. Ich weiß noch nicht genau wo. Hatte ich das Feld noch. Hatte ich es gelassen oder habe ich das weggeräumt? Ich glaube, das war noch da, ne? Ihr habt weggeräumt. Oh Mann, Seth, wann räumst du denn mal was weg? Weil hier alles scheiße aussieht. Ja, natürlich, aber das muss ja auch so. Hey, die Bäume sind hier wieder nachgewachsen, ne? Unverschämt. Die Bäume sind hier nachgewachsen, die waren letztes Mal nicht da. Das fände ich aber unverschämt, wenn ich ehrlich bin, von den Bäumen. Nachgewachsen. Also, was soll das denn? Bäume, die nachwachsen. Da verstehe ich keinen Spaß, Tobi. Daran sieht man doch, dass der Klimawandel, dass das alles nur Humbug ist. Die Bäume wachsen nach. Genau. Wie schnell? Genau. Eine Woche. Weiß ich nicht. Da kann man. Ich finde, man kann den Amazonas ruhig mal abholzen, wenn man sich eine Woche dann vielleicht mal Zeit lässt zwischendurch. Dann statten wir uns einfach alle mit Holz aus und dann ist doch gut. Genau. Und dann fertig. Weiß ich nicht, was man sich da so anstellt. So. Schlimm ist auch, wenn du 41 Minuten Folgenzeit schon hast, ne? Finde ich unverschämt einfach. Unverschämt. Scheiße. Wo kommt die denn her? Okay, warte mal. Brauchst du wieder hässliche Sachen? Dein Gesicht, Tobi. Lustig. Kann ich das eigentlich rotaten? Ja. Na toll. So, ich hab gedacht hier. Okay, ich kann nicht rotaten. Sagtest du nicht, dass wir eine Seeds-Kiste besitzen? Eine Seeds-Kiste? Ja, mit Seeds. Ach so, ja, eigentlich schon. Seeds. Das ist gut. Okay, das mit den Rotaten klappt aber nicht so gut. Also vielleicht sieht man es nicht, weil das eckig ist wahrscheinlich, ne? Rotate back geht auch nicht. Och, was willst du denn jetzt? Mann, diese Beeren, Alter, ne? Switch to build mode, okay. Ich rufe gleich die Tönnies an. Grid snap mode, wie mache ich den aus? Aber vielleicht lasse ich dir einfach an. Tobi, das wird, egal was ich baue, es wird hässlich. Ich weiß. Halt doch die Fresse. Nichts geht über unser Schiff bei Forest, ganz ehrlich. Boah, das war super. Das Schiff bei The Forest war legendär. Hab ich geliebt. Kommt ja auch bald das Mario raus, ne? Boah, ich freue mich da so drauf, ne? Und das wird, ich glaube, es wird wieder sehr furchtbar, aber sehr cool. Ja, ich hab mir den Trailer angeguckt, da gibt's diese komischen Viecher mit aufgerissener Brust und so. Wir haben Trailer-Analyse im Stream gemacht. Ah ja, was du da für Details siehst von diesen Viechern, was sie so machen, wie sie sich bewegen, so alles mögliche, es ist ganz furchtbar. Mindestens so furchtbar wie das, was ich gerade baue. Machst du hier, ist das Willingen oder was? Nö, ich dachte, wir können mal was gebrauchen, wo wir vielleicht hier Sachen gerade draufstellen eventuell. Und dann kommt man hier von der Plattform drauf. Das heißt, hier kommen keine sonstigen Viecher drauf, weil hier oben läuft nichts rum, außer die paar Kühe. Der Bär kommt hier auch nicht mehr rum. War so die Idee dahinter. Ja, warum nicht, ne? Können wir verstehen. Müsste dafür leider ein bisschen mehr Holz holen. Weiß noch nicht genau wo. Ja, kannst du die Bäume nehmen, die wachsen noch nach, Erik. Hey. Hast recht. Weißt du, dann. Da helfe ich dir mal Holz abholen, aber nicht mehr in dieser Folge, Erik. Nee? Ach so, das. Oh, das hättest du aber früher sagen müssen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder und dann, ja, wir müssen ein bisschen bauen, aber das wird ja nicht die endgültige Base hier, ne? Nee, nur mal eine Plattform, wo wir ein bisschen was bauen können. Genau. So temporär so ein bisschen, die New Base, so ein bisschen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Folge wieder, ne? Und bis dahin, ciao mit V, cheerio, tschüss.